sollen Geister vorrichten. Mr. Cottle, seid ihr da? Geht es nur mir so? Jemand zu Hause? Ach, schau an. Was war hier los? Es gab einen Einbruch. Oder jemand hatte einen Wutanfall. Mit dir ist 4-4. Viel Glück in Boston. Vergiss nicht, dass ich so sehr an dich glaube, wie du an ihn glaubst. Ach. Ja, ich halte das Notizbuch. 1. Juni 1695. Ich kann einfach nicht verstehen, wie Lucy noch Bier brauen kann, wenn es doch keine Gerste gibt, die aber kein Brot backen kann. Wenn sie irgendwo Gerste gehortet hat, weiß ich nicht wo. Was könnte ihr Geheimnis sein? Das treibt mich noch in den Wahnsinn. 5. Juni 1695. Ich habe Lucy dabei beobachtet, wie sie Unkraut jätet und Zutaten einkauft. Ich muss mehr darüber herausfinden. 8. Juni. Lucy vermutet, dass ich sie ausspähe. Vermute ich. Zumindest doch sammelt sie Kräuter, die beim Bierbrauen nicht zu suchen haben. Sehr verdächtig. 9. Juni. Ich habe Lucy die Möglichkeit, mir das Geheimnis zu verraten. Sie hält mich für verrückt. Ich glaube, sie lügt. Ich weiß es. Obwohl die Gerste knapp war, braute Lucy Barrow Bier. Das machte Perry wahnsinnig. Es hat ihn dazu gebracht, ihr nachzuspionieren. Das, Mr. Cottle, gehört sich nicht. Wessen seid ihr noch schuldig? Es braucht Hingabe, um dort zu schlafen, wo man arbeitet. Oder Armut. Meine Mutter hat mal einen Bäcker behandelt. Er hatte den schlimmsten Husten, den ich je gehört habe. Wie es sich herausstellte, ist es für die Lunge nicht gut, den ganzen Tag Mehl einzuatmen. Und Armut ist es auch nicht. Brief von Aspen an Perry Cottle, Juli 1686. Mein lieber Perry, ich schreibe dir diesen Brief, damit du ihn mit in die neue Welt nehmen kannst und die alte Frau, die ich mittlerweile bin, nicht zu vergessen. Ich bin so stolz auf dich. Du bist nicht mehr der kleine Junge, den ich von der Straße aufgelesen habe. Du bist jetzt ein vollständig erwachsener und leidenschaftlicher Mann. Ich bin mir sicher, dass du in der neuen Welt den Sinn, nach dem du schon so lange suchst, finden wirst und dass du der talentierteste Bäcker der Gegend sein wirst. Lass dir deine Leidenschaft nicht nehmen. Verlier nicht deine Würde, wenn du in der Not steckst und zolle unserer wunderbaren Berufung Tribut. Vergiss nie, dass es eine ehrbare Mission ist, andere zu ernähren und dass unser Herr über dich wacht. Besuche mich doch eines Tages, wenn es dir möglich ist. Aber bitte schreibe mir regelmäßig von ganzem Herzen. Glück wünsche dir Aspen. Aspen muss die Frau sein, von der Cottle sprach, die ihn ausgebildet hat. Vielleicht ist er hier einsam, weit weg von seinen Leuten. Oh. Der Schlüssel zu Lucy Burrows Zufluchtsort. Ihrer Schenke. Ein Schlüssel, der hinter einem Spektralnetz versteckt ist? Wieso? Was willst du mit meinem Schlüssel, du lausiger Dieb? Mein Leben ohne Brot ist erbärmlich. Ihr, wer seid ihr? Was macht ihr hier? Warte. Der Verbanner McWraith? Von einem Geist heimgesucht? Ihr macht wohl Witze. Mistress Barrow, schön euch zu sehen, ungeachtet der Umstände. Das ist meine Partnerin, Antea Duarte.
Ja, ja, es freut mich, aber das ist unwichtig. Perry Cottle hat den Schlüssel zu meiner Bierstube gestohlen. Ihr habt ihn. Ich will ihn zurück. Warum sollte Perry Cottle den Schlüssel zu eurer Bierstube haben? Er will mir mein Geschäft wegnehmen. Also habe ich ihn vor ihm versteckt. Es gibt nichts Schöneres als einen erwachsenen Mann, der sich wegen eines verlorenen Schlüssels in die Hose macht. Geschieht ihm recht. Die Gerste war schlecht. Keine Gerste bedeutet kein Mehl. Kein Mehl bedeutet kein Brot. Es hat ihn verrückt gemacht. Böse. Ich bin nicht leicht zu erschrecken, aber er hat mir Angst gemacht. Und ich hatte recht. Am Ende hat er mich vergiftet. Welche Beziehung habt ihr zu Perry Cottle? Wir trieben Handel. Wir waren befreundet. Er backte gutes Brot. Meistens haben wir uns die Gerstenernte geteilt. Erst habe ich mit ihm gearbeitet, jetzt hasse ich ihn. Als ich ihm einen fairen Handel anbot, drohte er mir. Das hat er vergessen zu erwähnen. Gestattet ihr mir einen kurzen Moment, um mich von dem Schock zu erholen, dass der Lügner Perry Cottle nicht die Wahrheit gesagt hat. Erzählt mir von der Vergiftung. Zuerst erzähle ich euch von dem Bäcker Perry Cottle, der ebenso gemein wie dumm ist. Gemein, weil er mich nicht für meine Arbeit bezahlen wollte, dumm, weil er mich vergiftet hat, bevor er es in seine schmutzigen Hände bekam. Seid ihr sicher, dass er euch vergiftet hat? Wir hatten einen Streit. Er hat mir gedroht. Und die Drohung wahrgemacht. Das ist doch alles recht einleuchtend. Grundsätzlich ja. Ihr wisst, wie man Bier ohne Gerste braut. Wir wissen das, weil Perry Cottle euch dabei beobachtet hat. Er mag ein guter Bäcker sein, aber er ist ein erbärmlicher Spion. Warum sagt ihr ihm nicht einfach, was ihr als Ersatz verwendet habt? Ihr hättet euer Bier und er sein Brot. Meine harte Arbeit verdient zu Recht eine Belohnung. Meine Forderungen waren angemessen. Ich habe sogar Zahlungsaufschub angeboten. Alles, was ich habe, habe ich im Schweiße meines Angesichts und mit meinem Verstand verdient. Weder Mensch noch Gott wird mir das nehmen. Perry Cottle glaubt, dass Neuerung, die Frucht meiner Arbeit, von Gott kommt und allen gehören soll. Vor allem aber Perry Cottle. Ich bin eine Frau mit Unternehmergeist und niemand trinkt umsonst. Keine Bezahlung, kein Geschäft. Ihr glaubt mir nicht? Überzeugt euch selbst. Ihr habt den Schlüssel. Geht zur Bierstube, in der ich gestorben bin. Wo ist sie? Geh nach Norden, über die Brücke, vorbei an den brachliegenden Feldern. Aber sei vorsichtig. Wie ich höre, spukt dort der Geist der armen, toten Bierbrauerin. Wir sollten gehen. Das solltet ihr. Die Arbeit muss erledigt werden. Auf geht's! Anscheinend hat Perry Cottle in seiner Geschichte ein paar Dinge ausgelassen. Gehen wir in die Bierstube. Die arme Bierbrauerin spukt. An ihrer Stelle wäre ich auch wütend. Er sagt so, sie sagt so. Und wir sagen so, so. Wer lügt? Dazu braucht es zwei. Verzweifelte Menschen tun verzweifelte Dinge. Möglicherweise. Oder vielleicht ist er auch nur ein Idiot. Wo sind wir denn hin? Lucy Barrows Wohnort aus. Das ist weiter, als ich erwartet habe. Ein Sturm braut sich zusammen.
Ich spüre etwas in der Nähe. Ich nicht. Ach, hier. Problem ist, ich muss einmal die Wegfindung wieder raus, rum und wir sollten sehen, auf den Weg richtig sein. Die Wurzeln bleiben nicht lange sichtbar, nachdem ich mir das Herz vorgeknöpft habe. Beeil dich. Wenn ich jetzt eine Wurzel sehen würde, meine Jutta. Wir haben hier das Herz, so. Nummer 1. Okay, Nummer 1. Nummer 2. Moment. Achtung, Geisterschutzvorrichtungen. Hier Geisterschutzvorrichtung. Etwas versteckt sich. Geisterschutzvorrichtungen halten mich fern. Ich kann nicht. Ich spüre etwas in der Nähe. Zerstöre die Geisterschutzvorrichtung, wenn du mich wieder an deiner Seite haben willst. Baum versteckt. Das machen wir auch erstmal sehen. So zwei, schätze ich mal. Wer so gesehen. Noch mehr verdorbener Efeu, der herausgerissen werden will. Muss hier noch irgendwo was sein. Aber wo? Jahrelange Übung. Ja, Übung. Langsam kriege ich hier Übung rein. Was noch? Eine Pflanze. Erwartet.
wüste Felder. So schlecht sind die Felder doch gar nicht aus. Lucys Bierstube, glaube ich. Manche halten es für einen Spielplatz des Teufels. Ja. Notiz aus Lucy Beros Schenke. Der Auftrag ist in Arbeit und die Bestellung kommt an, wenn sie eben ankommt. Es bringt nichts, mir deswegen ständig auf die Nerven zu gehen. Wir müssen das gemeinsam tun. Also. Ach, schon wieder. Was ist das alles hier? Eine Experimentierküche irgendwie. Nicht ganz. Etiveria Aliasia. Kräuterschorblätter sind simpel. Alternieren, gefiedert in erster Ordnung, versetzt in zweiter Ordnung, produziert determinierte Inflorenzenzen, Anwendungsgebiete, Abwehrmittel gegen Fledermäuse und Insekten, Entzündung und Schmerzlindern, gegen Kopfschmerzen, Hautkrankheiten, Zahnschmerzen, Muskelschmerzen, Rheuma, Martimus, herausgerissene Seite, Trichotigma octatum. 10 Meter breit, 6 Meter hoch, Blätter sind ungeteilt, oval geformte Halme mit 4 bis 9 cm Länge und kurzer, haarloser Spitz mit einem langen Stängel. Blüten sind in Gruppen gebündelt und 5 bis 7 cm lang. Die Früchte sind saftige, ovale Lila und rosafarbene Beeren, je 4 bis 5 mm lang. Anwendungsjunge Blätter können gekocht und verzehrt werden. Blätteriges Gemüse nach Entsorgen des Bürgers Kochwasser gegen Herzklopfen, Erkältung, Wassereinlagerung, Wunden, Asthma, Wassereinlagerung, Wunden, Asthma und Suffokation. Ein Buch mit giftigen Pflanzen. Eine Seite wurde rausgerissen. Lass mich raten. Die Seite über die Kermesbeere fehlt. Die Leute brauchen das musst du dir ansehen. Was nehmt ihr anstelle der Gerste? Lucy, das ändert nichts Herrin an der Barrow, Tatsache, dass Barry bitte, ich flehe euch an. War. Sagt es mir. Wütend genug, um zu töten? Das ist unwahrscheinlich. Such weiter. Geh mal her, nicht einfach. Ne? Die Ausrichtung passt nicht ganz. Eins. Sie hat nur den einen Apfel. Da muss ja mehr als der eine sein. Da oben noch. Was ist das denn schon? Ja, das sieht man nicht so schlecht.
mal nach, was sich unter dem Efeu versteckt hat. Ich dachte, das reicht. Lucy Barrow war eine wahre Naturgewalt. Als verwitwete Bierbrauerin unter hexenjagenden Puritanern blieb ihr auch keine Wahl. Genau. Sonnenschuss, Asper, Diorium, Dombezium, Geratium, Maius, Condrilla Prima, Denixio Vulgaris, Jacobi, Kräuter irgendwas, ich hab keine Ahnung. Recht abgenutzt, die Bücher. Lucy Barrow ist eine geschulte Kräuterkundige. Eine kämpferische und gebildete Bierbrauerin? Die Leute waren bestimmt eingeschüchtert und misstrauisch. Wir sollten die Mühle durchsuchen. Könnte ein Sprung hinter das Mühlrad möglich sein? Wir müssen erstmal verhindern, dass es sich dreht. Das sehe ich mir an. Auf das Schloss kannst du nicht schießen. Nicht von hier aus. Die Tür ist verschlossen. Lass mich endlich verschwinden? Sind wir etwa? Oh. Ich habe nie aufgepasst. Ich habe nicht aufgepasst. Auf das Schloss kannst du nicht schießen. Nicht von hier aus. Nervige Geister. Die kennen wir ja so gesehen alle Stück für Stück jetzt.
Das ist doch nichts. Die Tür ist verschlossen. Soll ich jetzt irgendwie da durch? Kann das aufhalten? Ah. Das hat geklappt. Dann los. Eine Bewegung im Wasser ist. Eine beeindruckende Anlage hat Mr. Sparrow hier. Das erinnert mich an den Laden von Mother Louse damals in Cheapside. Ich frage mich, wie es der alten Bierbrauerin geht. Sie wäre sicher froh, wenn du wieder auf den Beinen wärst. Sie war eine gute Freundin, als ich eine brauchte. Sieh dir das an. Der Jackpot eines Säufers. Freu dich nicht zu früh. Es gab mal eine Zeit, da hätte mir dieser Fund den Tag verschönert. Was für eine Sammlung. Und auch gut beschriftet. Lucy Barrow ist besser organisiert als meine Mutter. Ist da etwas zu halten? Mörser und Stößel. Das ist Geisterfessel. Entstandener Mörser mit Stößeln, mit denen sie die Zutaten für ihr Bier als kleine. Beides wurde erst kürzlich benutzt. Das ist unsere Geisterkette. Und daran hängt eine Erinnerung. Ein Echo. Durch Zeit und Raum kann ich nicht sehen. Schleichst du da schon wieder rum? Eher kannst du sterben, bevor ich dir was gebe. Statt des Hopfens hat sie die Kermesbeere genommen. Ein trauriges Schicksal und ein dummer Tod. Sie hatte Angst, ihre Individualität zu verlieren und hat alles verloren. Ohne ihre geheime Zutat kann ich immer noch kein Brot backen. Ich spioniert hier immer noch hinterher. Ich frage mich, warum Kermesbeeren auf Lucys Werkbank liegen. Lucy's Börden-Notizbuch, 1. Juni. Nachdem viele Wochen des Experimentierens habe ich endlich den perfekten Ersatz für Gerste gefunden. Hafer, gewöhnliche Hafer. Ich bin richtig stolz auf mich. Vera hat mich nach meinem Geheimnis gefragt. Als sie ihn anbat, ihm das Rezept zu kaufen wurde, sein Kopf knallrot. Wie
kommt er nur auf den Gedanken, dass ich es ihm kostenlos überlassen würde. Meine harte Arbeit ist nicht Teil unserer Vereinbarung. 7. Juni. Ich habe Perry heute Morgen dabei erwischt, wie er mir hinterher spioniert. Er hat sich wie ein Feigling hinter meinem Fenster versteckt. Er will wissen, was meine geheime Zutat ist. Aber das wird erst passieren, wenn er mich dafür bezahlt. 10. Juni. Als ich diesen Morgen bei meiner Schenke ankam, sah ich Spuren eines Einbruchsversuchs. Ich bin mir sicher, das war schon wieder dieser verdammte Bäcker. Er wird nichts unversucht lassen, hinter mein Geheimnis zu kommen. 11. Juni. Ich muss mittlerweile alle Fenster schließen, wenn ich arbeite, um mein Geheimnis zu schützen. Perry lungert ständig hier rum. Ich weiß, ich kann ihn hören, ich kann ihn spüren. Mitten in der Nacht wache ich mittlerweile bei jedem noch so kleinen Geräusch auf. Ich gebe zu, dass ich Angst habe. 12. Juni. Vielleicht kann ich das Haus mit Fallen umstellen, damit Perry sich das Bein bricht, wenn er hineintappt. Das würde diesem miesen Fuchs recht geschehen und ihm eine Lektion sein. Vielleicht würde er mich dann auch in Ruhe lassen. Kann sie komischerweise sehr gut verstehen. Ausstehende Aufträge, Juni. Zahlenexperte Watson. Zahlt. Okay. Diese Bestellungen werden wohl nicht ausgeführt. Außer Perry übernimmt das Brauen. Es wäre nicht das erste Mal, dass eine Bierbrauerin ihr Geschäft an einen Mann verliert. Nicht abgeschickter Brief von Lucy, Gouverneur. Ich habe eine spezifische Anfrage. Ich bin mir aber nicht sicher, an wen ich mich diesbezüglich wenden kann. Ich bin auf der Suche nach einem Künstler, der Porträts von mir anfertigt. Es muss nichts Ausschweifendes sein, aber ich würde meinem Vermächtnis gerne ein Gesicht zuordnen. Durchgestrichene Worte. Ich bin in der Tat davon überzeugt, dass meine Arbeit äußerst bedeutungsvoll ist. Und deshalb eine Verewigung würde. Es gibt nur wenige anerkannte Geschankwirtinnen und ich bin der Auffassung, dass sich dies ändern muss. Ich hoffe inständig, dass ihr mir bei meinen Suchen behilflich sein könnt. Schankwirtin Lucy Barrow. Perry Potter! Was machst du in meinem Haus, du schrecklicher kleiner Mann? Großer Gott! Was ist das für ein Werk des Bösen? Lucy Barrow! Aber... ihr seid tot. Ich sah eure Leiche in der Bierstube. Die Toten kehren zurück. Und du bist ganz sicher eine Hexe. Ja, das erklärt alles. Oh, um Himmels Willen. Hör mit diesem Unsinn auf und erklär mir lieber, was zum Teufel du in meiner Bierstube gemacht hast. Ich denke, ich bin hier derjenige, der Antworten braucht. Oh Gott, die Welt geht unter. Der Herr muss uns zu sich rufen. Was wolltet ihr mit den Kermesbeeren, Lucy? Wo ihr doch wusstet, dass sie giftig sind. Ich bin Kräutersammlerin und Bierbrauerin. Ich stelle Dinge her. Ich habe alle möglichen giftigen Pflanzen. Ich wusste, dass Perry mir nachspionierte, also ließ ich ihnen glauben, ich würde gewöhnliches Unkraut anstelle von Gerste verwenden. Ich wählte die Kermesbeeren, weil sie Frauen bei ihren Monatsbeschwerden helfen. Geisteskrank und genial. Ich glaube, ich mag dich. Perry Cotto hat mich bestohlen. Er hat von der giftigen Pflanze erfahren und mich umgebracht. Lucy Barrow, unter dem Vorwand, eine faire Bezahlung zu verlangen, habt ihr ein wertvolles Rezept gehütet. Das ist richtig. Du hättest uns verhungern lassen um deines Geschäfts willen. Du hast den Kindern Gottes ihr tägliches Brot verweigert. Für das Geschäft, Lucy. Für das Geschäft. Unser Herr rief dich zum Dienst an seiner Herde und du verlangtest Bezahlung. Lasst sie reden, Mr. Cottle.
Wenn der Herr die Früchte meiner Arbeit haben wollte, dann hätte er mich wie jeden anderen auch bezahlen sollen. Ich habe hart dafür gearbeitet, wo ich heute bin. Ich verdiene meinen Erfolg. Ich habe mir den Hintern dafür aufgerissen. Und du willst, dass ich alles verschenke? Auf keinen Fall! Also weiter, Mr. Cottle. Was tatet ihr in der Bierstube, als ihr Lucy tot aufgefunden habt? Ich hatte sie eine Weile nicht gesehen und wollte nachsehen, ob es ihr gut geht. Du fieser, sturer Trottel, du sollst nicht bekommen, was mir gehört. Du wolltest dich vergewissern, dass ich tot bin. Das habe ich ganz sicher nicht getan. Oh doch, Mr. Cottle. Ihr habt Lucy hier wochenlang wegen ihres Rezepts schikaniert. Ihr habt sie so sehr bedrängt, dass sie unter dem Druck einen Fehler machte und sich versehentlich vergiftete. Dafür seid ihr verantwortlich. Es wird Zeit, die Sache abzuschließen, Cottle. Du dumpfbackiger Schikanierer, du wimmernder Versager, du heimtückischer Dieb. Ich? Nein, nein, ich wollte nie. Ich bin nichts von alledem. Sie hat es verdient. Teufelsanbeterin! Hexe! Egoistisches Weib! Das ist scheiße wieder. Dann an die Arbeit. Damit wir die Sache endlich hinter uns bringen. Diese verbanne Schwachsinn. Er hat indirekt Schuld. Sie hat sich aber selbst vergiftet. Er hat sie nicht vergiftet, aber trotzdem ist er schuld. Das ist wieder so eine Mistentscheidung. Die zu verbannen ist Blödsinn. Und sie brauchen einen Bäcker. Hat sie nicht umgebracht. Er hat sie bedrängt und alles. Ich würde am liebsten jetzt so sagen, komm. Oh. Ja, ich kann halt nicht speichern. Ich weiß jetzt gerade nicht, was ich machen soll. Ich denke, wir lassen hier aussteigen. Lucy Barrow, ihr sucht den Bäcker Perry Cottle heim und gebt ihm die Schuld an eurer versehentlichen Vergiftung. Es war kein Versehen. Ihr habt viele bewundernswerte Eigenschaften, Lucy. Aber die Toten müssen die Lebenden in Ruhe lassen. Alles, was ich habe, habe ich mir erkämpft. Ich werde weiterkämpfen. Dieser Krieg ist vorbei. Ergebt euch, genießt den Frieden. Das Leben wird weitergehen. Gebt ihm ein letztes Geschenk, bevor ihr geht. Ich habe die Gerste durch Hafer ersetzt. Ich habe ihn auf Lager. Hafer? Hafer! Ist für das Vieh.
Hafer ist für Bier und Kekse und Brot. Ihr habt euch in der Welt einen Namen gemacht. Geht in Frieden. Ihr habt keinen Grund, noch länger hier zu bleiben. Ich denke mal, das war die richtige Entscheidung. Er hat sich ja... durch die Angst und alles... Er hat Scheiße gebaut, aber er wollte nicht, dass sie stirbt. Er wollte nicht, dass ihr was passiert. Ist mein Gewissen. Bin ich vom Vaters Herrn abgewichen? Ja. Tja, dumm gelaufen. Dass sein Gewissen ihn plagt, ist richtig. Das hat er jetzt aber auch verdient. 12. Juni aus der Feder der ehrwürdigen Pfeifex Haskell, Gouverneur des Kolonie New Eden, um des Umnes an Lucy Barrow, Schankwürde. Benennungsschreiben. Meine hochverehrte Lady Lucy Barrow, ihr seid euch sichtlich bewusst, dass New Eden von furchtbaren Ereignissen heimgesucht wird. Unter Sicherheit alle habe ich entschieden, den Ort zu verlassen und alle reisefähigen Siedler mitzunehmen. Wir haben uns erst vor kurzem hier bei euch niedergelassen und werden eure Dienste benötigen. Ich habe in der Tat bereits von euren Etablissement gehört und euer Bier ist, so sagt man, von höchster Qualität. Deswegen ernenne ich euch hiermit zur offiziellen Schankwirtin der Eggen. Euch führt die Ehre zuteil, werden unsere Bruderschaft mit eurem wohltuenden Bräut zu versorgen. Die Zeiten sind hart, aber das muss nicht heißen, dass wir den guten Dingen entsagen müssen, die unser Herr uns bereitstellt. Unterwürfigst und hochachtungsvoll, Gouverneur Fairfax H. Haskell. Ich muss Ihnen wohl danken. Wenn es Ihnen recht ist, ziehe ich mich jetzt zurück, um nachzudenken. Ja, er hat Scheiße gebaut. Er wollte es nicht, aber er hat halt auch Scheiße gebaut. Aber sie hat sich halt selber vergiftet. Mr. Cottle muss sich mit seinem Fehler abfinden. Mr. Cottle wird selbst entscheiden müssen, was für ein Mann er ist. Er ist so gesehen nicht der Teufel, er ist... Moment. Vor allen Dingen. Ich habe da die ganze Zeit etwas nicht angehabt. Dinge, die man vergisst. Hey, nicht von hinten. Ja, irgendwo.
dass man immer da oben kann. Blut. Auf Lenzchen. Und da dürfen wir wieder eine Geisel befreien. Ein Schemhorst. Diese Leichenteile schreien förmlich, beschwört mich. Das ist was noch irgendwie hier zu finden, das scheinbar. Irgendwie kommen wir auch noch hinten. Elite auch noch. Nö. Hat wirklich keine Lust aktuell auf die Viecher. Holz war leider. Auch noch viel. Ich spüre etwas in der Nähe. Was mich persönlich interessiert, also wo wir sind. Ja, das ist der richtige Weg. Ja. Als wieder durchkommen. Wie es aussieht, ja. Das haben wir ja dann. Scheint noch nicht so lange da zu liegen, die Gute. Und ich nehme die einfach aus. Ziel du auf das Herz. Ich kümmere mich um die Wurzeln. Wo? Zwei. Ah, drei. Da oben. Tolle Zusammenarbeit. Gut, gut, gut. Fehlt uns noch was, da fehlt uns noch was. Und ich habe schon wieder irgendwie Aktivität verfügbar. Und hier haben wir halt auch was.
Kommen die ohne uns gar nicht mehr klar? Also gefühlt kommen die ohne uns nicht mehr klar. Die haben halt auch überall noch Punkte. Der Müller. Das wird auch noch. So einfach geradeaus. Irgendwas hat mich im Griff. Geisterschutzvorrichtung. Geisterschutzvorrichtung, meine Gute. Kommt meine Kleinen und dann kriege ich meinen drauf. Jetzt richtig, wahrscheinlich nicht. Hier waren wir auch noch nicht. Und hier in die Richtung. Schutzvorrichtungen. Ja, und ohne die komme ich hier nicht weiter. Also ohne die zu kaputt zu machen. Irgendwas hat mich im Griff. Geisterschutzvorrichtungen. Achtung. Hier ist ja eine ganze Farm versteckt. Sieht aber verlassen aus. Geisterschutzvorrichtungen umgeben sie. Eine Lore? Scheint zu funktionieren. War das? Ja. Irgendwas ist hier. Auch nicht. Hast du das gespürt? Es ist nah. Ich kann nicht, Drury. Du kannst, du musst nur wollen, meine Gute. Ja. Geist.
Geisterschutzvorrichtungen halten mich fern. Ich kann nicht. Noch mehr. Ach, da. Ich spüre einen Luftzug. Aus dem Totenreich. Noch mehr verdorbener Efeu, der herausgerissen werden will. Gut gesehen. Wie viele muss ich hier machen? 5? Eins. 2. Und die Karre. Ich spüre etwas in der Nähe. Und die Karre hier. Sobald du die Wurzeln freigelegt hast, zerstöre ich sie. Hast du das gespürt? Es ist nah. 1. Die hier hinten auch noch alle Platten machen oder wie? Das ist auch so ein Ding. Von innen verschlossen. Wie geht das, dass ich den halt schieben kann?
Müsste mein... Ich kann hier so sind, das ist... Wolltest du nicht mein... Eins, zwei... Ich schlitze das korrumpierte Herz auf. Du nimmst die Wurzeln aufs Korn. Deswegen kann man den wohl schieben, aber ich habe keine Ahnung, welche ich halt machen muss, welche nicht. Das ist so gesehen einer. Zwei. Drei, vier. Eins, zwei. Drei. Und dann vier. Dann hat noch den hier hinten und so. Sobald du die Wurzeln freigelegt hast, zerstöre ich sie. Gefällt mir das. Gut, so. Also doch vier. Was habe ich damit jetzt? Wagen bringt halt nichts. Oder doch? Vielleicht ein bisschen zu viel erwartet.
verlassene Farm. Verwunschene Ländereien in Ausrüstung. Okay. Noch komplizierter aus, als es ist.